When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Einen wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Ich bin hier gerade, oder wir sind am Wickeltisch, weil ich die kleine Lia wickeln muss. Ja, und dann habe ich beschlossen, dass ich mit ihr ein bisschen spazieren gehe, weil die Sonne scheint so schön und frische Luft tut ihr immer gut und sie ist ja so mäkelig in letzter Zeit und deswegen habe ich gedacht, gehen wir mal ein bisschen spazieren. Heute Morgen kam auch schon was ganz, ganz Tolles hier an, also es wurde gebracht. Das zeige ich euch gleich mal draußen, weil es steht draußen. Und zwar, ihr wisst, wir haben uns einen Siebensitzer gekauft, aber es ist nicht der ultimative Siebensitzer, der für uns geeignet ist, weil, also es ist ein Toyota Corolla, den haben wir uns jetzt geholt, zur Not quasi, weil wir haben auf die Stelle nichts anderes gefunden und hatten auch keine Zeit, uns damit zu beschäftigen und haben uns den geholt und der ist aber viel zu klein. Also der hat zwar 7 Sitze, aber wenn man hinten den 7. Sitz aufklappt, dann fällt schon mal der halbe Kofferraum weg und der ist sowieso schon klein. Und wenn dann da zum Beispiel noch ein kleiner Buggy reinkommt, dann war's das. Und auch hinten auf der Rückbank 3 Sitze nebeneinander ist ultra schwer. Also wenn du so richtige Kindersitze hinten hast, dann funktioniert das gar nicht. Du musst dann eine Sitzerhöhung haben oder ein Kind muss vorne sitzen. Dann ist es aber blöd, wenn Saki mitfährt. Also ist eigentlich nicht so schön. Und jetzt dürfen wir etwas testen. Und zwar haben wir jetzt so ein Testfahrzeug von VW bekommen. Das ist auch keine bezahlte Kooperation hier. Lediglich habe ich natürlich den Blogger-Vorteil, dass ich den Wagen jetzt 2 Wochen kostenlos testen darf, aber ich bekomme das Auto nicht geschenkt oder ich bekomme für diesen Post kein Geld oder sowas, also nichts. Das ist alles ist auf freiwilliger Basis, ich muss das auch gar nicht posten. Ich möchte euch das Auto aber zeigen, das ist ein VW T6, das ist mein persönliches Traumauto. So wie es da draußen steht, kostet das Auto, jetzt haltet euch fest, 90.000 Euro. Aber in diesen Testfahrzeugen ist natürlich aller Schnickschnack drin. Also Schnickschnack, den man auch überhaupt nicht braucht, wahrscheinlich. Also das ist die komplette Vollausstattung und wie es nur geht. Das ist aber bewusst so gemacht, weil es ist ja ein Testfahrzeug und man soll ja alles einmal austesten können, um dann festzustellen, ob es was für einen ist. Also wir würden das Auto jetzt niemals für 90.000 Euro kaufen. Das würde ich überhaupt gar nicht einsehen, für ein Auto so viel Geld auszugeben. Aber das Auto ist natürlich ein bisschen teurer. Aber auch das könnten wir uns nicht auf einmal leisten natürlich. Wir sind auch ganz normale Menschen. Ich bin nicht reich mit YouTube oder sowas oder verdiene Unmengen an Geld. Auch wir müssten uns das finanzieren und das kann ja jeder normale arbeitende Mensch auch. So, jetzt wickele ich die Lia und dann warte ich ein bisschen, bis der Akku geladen ist, weil der Akku ist irgendwie leer. Und dann gehen wir raus. Die Kamera ist interessant, ne? Die Kamera ist interessant. Ja. Und wir fangen dieses Wochenende mit Brei an, haben wir jetzt so beschlossen. Ja, weil du bist jetzt über 5 Monate schon und ich möchte nicht mehr lange warten, weil sie rastet einfach völlig aus, wenn wir essen. Und vielleicht ist sie dann am Tag ein bisschen zufriedener. Vielleicht möchte sie das auch ganz einfach. So, wir waren mit der Maus jetzt 1 Stunde spazieren, hätte eine ganz rote Nase bekommen. Aber sie war so, so ruhig beim Spazierengehen, also unglaublich. Ja, da werden wir auf jeden Fall wirklich bei Wind und Wetter jeden Tag rausgehen. Und zwar am besten am Vormittag und dann nochmal am Abend, damit sie auch schön entspannt ist abends. Ja, wir waren zwar schon oft immer mit ihr spazieren, aber
muss ich ehrlich gestehen, nicht jeden Tag, weil man halt auch irgendwie voll oft mit dem Auto unterwegs ist, aber nee, das mit dem Kinderwagen, das muss unbedingt sein. Ja, das braucht die kleine Maus auch. Komischer Winkel, komisches Licht. Auf jeden Fall war ich noch bei Teddy. Mhm. Da stöber ich immer sehr gerne, das ist hier bei uns in der Nähe, und habe erstmal hier so einen Stecker geholt. Weil wir es brauchen. Und für Cecilia habe ich hier neue Stifte gekauft. Sie malt ja so gerne. Und da habe ich ihr einmal hier diese Buntstifte geholt. Und drei Malbücher, beziehungsweise eigentlich können alle da drin malen. Einmal von Rapunzels Märchenhafter Malspaß hier. Das. Dann von Paw Patrol, das lieben die ja. Und von Frozen, auch immer noch ein Favorit. Die kosten je 2 Euro. Das Paw Patrol kostet sogar 1,50. Und dann habe ich ihr noch so ein Federmäppchen geholt, wo sie ihre Stifte reintun kann. Und einen Anspitzer, da wird sie sich richtig freuen. Um 17 Uhr ist im Kindergarten heute Bastelabend. Da treffen wir uns um 17 Uhr. Jeder bringt was mit. Also ich nehme zum Beispiel eine Kanne Tee mit. Jo, Mausi hat jetzt nochmal hier auf der Couch geschlafen. Also heute ist echt super, muss ich sagen. Toi, 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 auf Holzklopf. Heute ist wirklich gut. Und wir haben gleich noch... Also wir haben noch ein bisschen Zeit und dann hole ich die Kids ab. Dann überlege ich, was ich kochen kann. Und ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar möchte ich so ein bisschen mehr Pep auf meinem Kanal jetzt haben. Und zwar habe ich eine Videoreihe geplant. Und zwar eine Experimenten-Videoreihe. Es sollen Experimente auf meinem Kanal online kommen. So alltagsbedingte Sachen, wie zum Beispiel, kann man mit 50 Euro in der Woche, also ich weiß jetzt nicht, 50 Euro in der Woche, eine fünfköpfige Familie ernähren. Also für 50 Euro quasi eine Woche lang essen. Ob das funktioniert, also solche Experimente. Oder eine Woche zuckerfrei, so ein Experiment. Und dann per Tagebuch immer so mitnehmen und ein Fazit dann daraus ziehen. Irgendwas. Oder eine Woche oder ein paar Tage oder irgendwelche Experimente mit Serki vielleicht. Also da wollte ich euch mal fragen, ob ihr Vorschläge dafür habt. Vielleicht fallen euch ja ganz coole Sachen ein. Und dann könnt ihr mir die gerne mal in die Kommentare schreiben. Also da hätte ich richtig, richtig Lust drauf. Also wie gesagt, ne, irgendwelche Experimente, die man so im Alltag machen kann, die mal cool wären, wo man mal gucken könnte, wie sich der Körper verhält oder die Seele oder sonst irgendetwas oder der Geldbeutel. Oder vielleicht, ob man für 5 Euro oder weniger irgendwie ein Menü zaubern könnte. Also ein Essen mit Beilage. Ob das funktionieren würde. 5 Euro würde ich jetzt hinkriegen. Aber dann müsste dabei sein eine Beilage und Art Hauptgericht, Beilage und Salat oder sowas. Also jetzt nicht einfach nur Nudeln, weil das kriege ich auch für 1 Euro hin. Oder vielleicht sogar Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Ob man das irgendwie für 5 Euro hinkriegt oder so. Also irgendwie so coole Experimente. Ja, falls ihr da Vorschläge habt, schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. So, Malbücher und Stifte kommen sehr gut an. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und dann müssen wir zum Basteln. Du auch? Ja, wir beide. Nur wir? Mhm. Warum? Weil das so ist. Weil die Schulkinder nur basteln heute. Komm, das ist praktisch aus. Und die müssen dann... Sag mal, wo ist der Grüne? Den habe ich angespitzt. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Hübschen. Ich habe den Vlog vorgestern beendet. Ab da ging nämlich gar nichts mehr. Gestern, an den Tag möchte ich überhaupt nicht zurückdenken. Der ist jetzt vorbei, alles ist vergessen, alles ist gut. Gestern war einfach die reinste Katastrophe. Lia hat geschrien ohne Ende, trotz dessen, dass sie auf meinem Arm war die ganze Zeit. Also ich habe sie wirklich rumgetragen, wir waren draußen.
Wir haben im Bett gekuschelt, also nichts hat geholfen und irgendwann ist sie dann auch eingeschlafen mit mir zusammen dann. Also ich habe mich dann zu ihr ins Bett gelegt. Also das war echt schon hart an der Grenze, würde ich sagen, oder die Grenze war eigentlich schon überschritten. Ich weiß nicht, was sie hat. Also das war schon nicht mehr einfach nur ein Schub. Das war ganz komisches Geschrei. So plötzlich immer und die Welt nicht mehr verstanden. Ja, heute neuer Tag, neues Glück. Wollen wir mal gucken, wie es heute ist. Also dementsprechend habe ich natürlich gestern nicht gevloggt, ne? Ist ja klar. Und ja, wollen wir mal gucken, wie es heute läuft mit der kleinen Maus. Sie ist ein bisschen komisch drauf, aber wir schieben mal alles auf die Zähne, auf den Schub, auf alles eigentlich, was ein Baby so haben kann. Und wenn Mamas manchmal nicht helfen können, dann ist es leider so. Man tut ja alles, das, was einem in der Macht steht. War das Deutsch? Egal. Man tut ja alles, was man kann und versucht alles. Und wenn es dann nichts bringt, dann kann man es manchmal auch nichts mehr machen. Und dann ist es irgendwie einfach so. Da müssen wir alle durch, ne? Ja, heute ist Nikolaus. Die Kinder hatten natürlich auch was in ihrem Stiefel. Das hat dann Serki noch gestern gemacht. Nachdem ich mich mit ihr ins Bett gelegt habe, habe ich ihn darum gebeten, die Stiefel nochmal zu füllen und das Geschenk dabei zu legen. Und dann hat er das gemacht, hat ein Bild auf Instagram gepostet. Und gerade zu dieser Zeit werden wahrscheinlich sowieso einige sagen, warum ich das mache. Aber da gehe ich jetzt auch gar nicht mehr näher drauf ein. Das ist ja jedes Jahr dasselbe, ne? Warum macht ihr das? Warum macht ihr dies? Aber nun gut, ist ja so. Da war kurzerhand der Akku leer. So, jetzt habe ich ihn gewechselt. Naja, ich wollte auch eigentlich gar nichts mehr sagen. Ich gehe gleich zu meiner Mama. Ich habe euch auch noch gar nicht das Auto gezeigt. Das zeige ich euch noch mal kurz, was wir jetzt für 2 Wochen zum Testen haben. Voll schön, Leute, ne? Aber ganz ehrlich, so wie er da steht, kostet der 90.000 Euro und so viel Geld würde ich für ein Auto niemals ausgeben. Aber schön, dass man das mal testen kann. Ja, aber hatte ich ja schon gesagt, dadurch, dass das ein Testfahrzeug ist, hat er natürlich jetzt jeden Schnickschnack, den man eigentlich gar nicht braucht, ne? Aber an sich ist das Auto wirklich schön. Mit einer Großfamilie ist es das perfekte Auto. Also ich habe mich voll schockverliebt. Und jetzt gucken wir einfach, dass wir den vielleicht ein bisschen günstiger bekommen können. Ich muss gleich anziehen. Erst noch seine Schlafklamotten an. Was ist los? Das Einzige, was so ein bisschen hilft, sind halt hier die Kinderlieder im Hintergrund. Auch nicht die optimale Lösung, das irgendwie, aber was willst du machen, ne? Klipp, klapp. Klipp, klapp. Leute, ich habe sogar 1 Kilo abgenommen in 2 Tagen jetzt. Weil ich nicht zum Essen komme. Aber dafür habe ich 5 Liter Wasser am Tag getrunken. Ich habe noch nie so viel Wasser am Tag getrunken wie in den 2 Tagen. Aber ich habe immer so einen extremen Durst über die Nacht bekommen, dass ich schon geträumt habe, ich trinke literweise Wasser. Kennt ihr das? Wenn ihr so Durst bekommt nachts, dass ihr dann in eurem Traum einfach literweise Wasser trinkt und das schmeckt so gut. Ich stehe dann morgens immer auf mit so einem heftigen Durst und habe dann teilweise bis zu 2 Liter geäxt. Ne, nicht 2 Liter. Diese Sodamax Stream Flaschen. 0,7 ist das, glaube ich. Aber 2 Stück davon dann auf einmal. Und dann über den Tag verteilt seit 2 Tagen 5 Liter Wasser. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn man so viel trinkt, aber ich hatte so einen unheimlichen Durst einfach. Ich weiß gar nicht, warum. Ja, und irgendwie habe ich 1 Kilo abgenommen. Aber nicht mit Absicht. Das hat ihr. Das ist deine Schuld, dass Mama abgenommen hat. Häslein in der Grube saß und schlief, armes Häschen, dass du nicht mehr laufen kannst. Häslein hüpf, Häschen hüpf. So, ihr Hübschen, ich wollte euch mal eben das Auto zeigen.
wo ich jetzt Mila nämlich abhole. Ja. Was denn? Nee, nicht im Auto. Ja, so sieht das gute Stück aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und ist auch richtig, richtig teuer. Ganz, ganz toll. Können wir mal eben hier. Also hier vorne der Innenraum. Hallo. Und hier hinten, ne? Kindersitz. Mach auf. Kindersitz, warte. Hier Lias Station. Und Isila. Hm? Gleich, nach dem Essen, okay? Aufmachen. Vor dem Essen. Wie bitte? Vor dem Essen. Vor dem Essen. Auf jeden Fall ist hier richtig viel Platz. Also die Kinder können auch drin stehen. Juhu. Und kann man so machen. Und da kann man so laufen, genau. Und hier vorne bin ich. Hier vorne. Hallo. ja, jetzt setzt euch hin und schnallt euch bitte an. Okay. Essila. So, jetzt los, wir müssen Milan abholen. Oh. Ich sitze schwarz, du blaue. Anschnallen, Kommando. Kommando vorne eben. Kommando anschnallen. Gib mir mal deinen Anschnaller, ich helfe dir. Nee, den Lolli nicht, den Anschnaller. Wo ist hier vorne gleich, guck. Ja. Mama, das ist mein Anschnaller. Das ist dein Anschnaller. Ja. So, halt. Soll ich dir helfen? Ja. Warte, lass mal. Lass mal los. Ich. So, das muss ich. So. Wir sind startklar. Mama, wir sind startklar. Oh, warte mal kurz. Seid ihr alle startklar? So, jetzt passt es auch mit Kian. Alles okay? Ja. Tschüss. Wir sind startklar. Juhu. Tschüss. Hallo. Ich fühle mich wie in so einem Busunternehmen. Sind alle an Bord? Ja. Ab geht's! Guck mal, Mama. Was denn? Nicht auf den Teppich. Mach das doch in einem Teller. Nein. Doch. Nein, Mama. Das ist kein Cola. Doch, ess doch mal. Dann los. Nicht so Cola. Doch, aber das ist Cola. Mama, das schmeckt mit Cola, ne? Schmeckt gut? Mhm. Mit Cola, Mama. Ja? Ja. Aha. Mama? Ja. Das ist so richtig dunkles Lila. Ja, stimmt. Und er sagt, das ist Cola. Ich möchte aber, dass ihr die bitte auch vom Boden wieder aufhebt. Kian ja. War das. Kian? Bitte, okay? Ja. Ja? Ein Tisch? Auf dem Teller? Wollen wir das im Teller reintun? Ja. Du kannst du. Ich will sie nicht essen. Doch. Nein. Hier so ein kleiner Teller? Ja. Ist wieder schon mal zu deinem Müll, bitte weg. Weil wenn wir hier nicht immer sauber halten, dann bleibt das auch nicht sauber. Wenn wieder sein Dreck liegen lässt. Ich mach. Dann komme ich da. Du machst das, was die Decke. Dann kommt Mama da auch nicht immer hinterher. Hier, das ist schon mal ein Schiff. Du willst das da kaufen? Wo ist mein Catboy? Vorne oder hinten? Wo ist dein Catboy da? Dein Nikolausgeschenk, ne? Mhm. Warum liegen hier noch die komischen Kugeln? Mama, vorne oder hinten? Habt ihr gerade Schokolade gegessen? Ja. Mama? Ja? Vorne oder hinten? Was vorne oder hinten? Das Papier.
vorne. Das große und das. Ja, bist du das noch? Ja. Und jetzt Überraschungsei. Und jetzt Überraschungsei. Okay. Das ist aber die letzte Süßigkeit dann bitte, ja? Der E. Die haben jetzt auch Überraschungsei. Die haben, wollen wir mal gucken, was bei dir drin ist? Mhm. Ja, mal ein Tinte. Auto. Oder was? Aha. Okay. Oh, auch für die. Was ist das? Ein Spinner. Das ist doch kein Spinner. Das ist eine Lupe. Mhm. Ja, eine Lupe ist das. Lupe. Wollt ihr baden? Ja. Ja? Ich gehe dahin. Ja, warte. Aber erstmal aufessen. Es ist Abend, was soll ich sagen? Die Kinder sind im Bett. Also Milan ist ja sowieso bei Oma und Opa. Ich habe jetzt hier gerade noch die Küche aufgeräumt, Brotdosen bereitgestellt für morgen früh. Und ja, total ruhig hier, weil Sergi ist nicht da. Der hat das von seiner Fahrzeit mal wieder nicht geschafft und der muss im LKW übernachten. Und ich mache mir jetzt eine Schale mit Sonnenblumenkernen und gucke einfach meine türkische Serie und werde dabei Sonnenblumenkerne essen. Ja, ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen schönen Abend. Moment. Ich habe Beikostöl gekauft. Es geht bald los. Also seid gespannt. Bis dann. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert nicht vergessen. Tschüss. You got ice like summer sky. If you smart,